Der Kapellmeister. Es kommen Dingerl auf Urlaub nach Bern. Den tut was sonst, drum hab's keine Stadt so gern. Hör dann die Schrammen und singen dazu. Leidl beim Wendern, die kriegen gar nicht genug. Ein Mann aus Wien fährt so Bug zu Steiermark unten. Bauernhof, ja, kommt dort runter und wird alles angeboten. Gell. Wellness total, zum Beispiel auch Heubad. Ja, also, da wirst du eingraben ins Heu, musst dich aber früher komplett ausdienen, also wirklich locker. Nicht? Und der eine sagt, und dann einem so zudenken, so, und es muss eine Hummel drin sein. Und diese Hummel hat genau zum Joystick quasi, hat den Weg gefunden. Und dort war sie erschrocken und hat sich geschreckt und zack und beißt dann wird eine Bombe. Und das Schmerzen, unglaublich, der fährt dort aus den Heuballen raus. Redet da quer durch den Hof heraus, sitzt die alte Bäuerin und sagt, ja, ist es nicht, was ist denn leicht passiert? Und der Jesus sagt, das Gefühl schon an, was tue ich da? Und sagt, ja, das ist am besten ist es nicht. Also gleich soll ich die Mühle anbeinen zum Kühlen. Na ja, gut, halt. Kennen Sie nichts aus, der nimmt so eine Mülllampe und hängt dann rein. Ah, okay. Kommt so der 17-Jährige im Wagen, kommt vorbei, nicht? Schaut so. Und dann, ja, werden Sie schon mal gesehen haben. Ja, ich schaue, aber nicht, wie er aufgetankt wird. Also, ein Fischer sitzt an den Teich, nicht? Der umwerft, schmeißt aus, dass er Fische will. Kommt da rauf oder vorbei und sagt, sagen Sie, kann er durch diesen Teich durchfahren? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ne? Der Raufer tritt einen in die Pedale, fährt einen in die blub, und geht runter. Und der schießt wieder auf und sagt, Fischer, bist du deppert oder was? Ich kann doch einmal durchfahren. Sagt er, ich verstehe es nicht, sagt der Fischer. Ne? Gestern ist er einen durchgegangen, nicht so weit rausgeschnitten. Wieso lesen Sie überhaupt Stellen? Ich glaube, Sie haben einen guten. Ja, ich hatte einen. Ich hatte einen sehr guten Post. Ja, weiß ich. Also mittleres Management oder was? Wohl ein Anstreicher. Ich muss zugeben, das mit dem Sekretariat zu hocken, das ist nicht so meins. Ach so, nein. Ich bin ja zur Zeit ja noch bei General Motors. Nicht? Am Band? Wir rennen frei um. Ich glaube nicht, dass ich diesen Posten bekomme. Was war das? Heutzutage für einen guten Posten, da muss man auch gut ausschauen. Was? Meine, gut, schauen Sie mich an. Was? Na, schauen Sie mich an. Ja. Na, schauen Sie mich an. Ja, na, schauen Sie mich an. Erst gestern wieder war ich im Schönheitssalon. Zwei Möglichkeiten. Es wirkt dann, dass es auch nicht draufkommt. Im Wirtshaus im kleinen Extrazimmer treffen sich am Mittwoch immer der Fritz, der Edi und der Franz zu einer Klassenreferenz. Doch jedes Mal gibt es vor dem Kampf mit der Orterei einen Kampf. Denn der Franz, eine Schweinerei, der kann und kann nicht pünktlich sein. Am Tisch sind hergerichtet schon die Karten und die zwei, die Worten. Nur der Franz lässt sich nicht blicken, beide sind schon nervös und cheaten, jeder schon so 4, 5, 3er. Und immer ist die gleiche Leier, immer ist derselbe Franz, wenn er da ist, ist der Franz. Und Sie sind? Nervös. Oh, wegen was da sind, habe ich gefragt. Ach so, ja, weil ich Sänger bin. Ja, da ist Sänger. Der Letzte, der das behauptet hat, ist der Hansi Hinterseher. Sind Sie Hansi Hinterseher? Nach der Schuchel nach nicht. Was ist wieder? Ein guter kann er wieder werden, aber vorher, das können Sie nur nicht mehr. Mein Stolz ist, ich bin voll, aber nichts mehr, mein Kind. Den man so bald nimmer findet. Mein Blut ist so lüftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin halt tief, ein echtes Kind. Mein Stolz ist, ich bin halt das Fjörger. Schmerz, ihr Lohn, und mein Herz, ihr Herz. So geht es ja wohl.